Jo Freunde, willkommen zurück zu unserem 10. Part meines Let's Plays von Outlast 2. Und letztes Mal haben wir Bekanntschaft mit unserem Propheten gemacht, mit Sullivan Knoth, denn wir waren ja dabei, die Kirche zu betreten, und in der Kirche war ein Mann gefesselt, der irgendetwas davon geschwafelt hatte, dass seiner Frau Schmerz zugefügt werden, und dann haben wir uns in einer Kabine versteckt, in der Beichtkabine, und dann tauchte auf einmal Knoth mit ein paar seiner Männern auf und hatten eine Frau im Schlepptau, die dann an einer Folterbank gefesselt wurde, und sie haben sie dann getötet, und letztendlich haben sie auch den gefesselten Mann getötet, weil sie wissen wollten, wo sich Lynn aufhält, und wir haben erfahren, dass Lynn in einer Mine festgehalten wird. Und als wir uns dann aus der Kapelle hinausschleichen wollten, wurden wir entdeckt und mussten dann wieder unsere Beine in die Hand nehmen, und ich wurde auch wieder ausfällig, da ich nicht wüsste, wohin ich rennen sollte, und wurde auch ein paar Mal gekillt. Aber letztendlich haben wir es zum Glück heil daraus geschafft, und es ist leider noch nicht vorbei. Es sind immer noch ein paar von diesen Hinterwäldlern hinter uns her, und darum habe ich jetzt hier auf Pause machen müssen, weil ich ansonsten ja draufgehen würde, denn in unserem letzten Teil wollte ich den Teil beenden, und ja, dann haben mich diese Hinterwäldler gefunden und mich gekillt, ja. Aber jetzt noch mal was anderes, Leute. Ich habe jetzt mal recherchiert, wer dieser Wal ist. Und Wal ist dieser Typ, der uns vor ein paar Teilen das Gesicht abgeleckt hatte. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob es sich um einen Mann oder um eine Frau handelte. Aber ich denke, das wird sich ziemlich bald aufklären, hoffe ich zumindest. Denn laut der Stimme zu urteilen, würde ich jetzt behaupten, es ist ein Kerl. Und er sah auch relativ männlich aus. Ich weiß es nicht. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ein Kerl war, ja. Ich gehe jetzt mal stark davon aus. Und wir müssen jetzt, wie gesagt, zu dieser Mine kommen. Und ich hoffe, dass ich das unversehrt schaffen werde. Denn ich habe da vorne... War der da das letzte Mal auch schon da vorne? Ja, Scheißdreck. Muss ich mich jetzt verstecken irgendwo. Ist hier irgendwas zum Verstecken? Ja, verdammt. Wo kam der auf einmal her? Oder wo kommt der auf einmal her? Hä? Der war das letzte Mal aber noch nicht da. Boah, hau bloß ab, ich sag's dir. Wo ist er? Der ist da drüben, okay. Kann ich da nicht durch? Nein, leider nicht. Der steht da drüben. Wo geht er hin? Oh, er geht wieder zurück. Okay. Wir folgen ihm mal unauffällig. Denn ich denke, dass ich jetzt da rein muss, wahrscheinlich. Ich denke jetzt mal, ja. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich doch zufrieden. Ich weiß gar nichts. Ich weiß gar nichts, wovon du redest. Lass mich in Ruhe kommen. Kommt er hier rein? Ich hoffe nicht. Aber war der das letzte Mal auch schon da? Ich glaube aber nicht. Hä, hat er sich jetzt da irgendwie hin teleportiert? Ich habe keine Ahnung. Oder war er da die ganze Zeit schon und habe ihn bloß nicht gesehen? Okay, ich glaube, er ist weg.
Weiß ich doch gar nicht. Okay, dann gehen wir mal wieder raus. Wo ist er? Oh, der ist da. Okay. Alles klar, der war da gerade. Werden wir uns mal nach hinten verkrümeln und warten, bis der da weg ist. Ich denke, in die Richtung, in die der gerade gelaufen ist, da muss ich wahrscheinlich hin. Okay, der steht da noch. Bitte geh einfach nur raus. Okay, der geht wieder, so wie es aussieht. Wir hätten ganz gemütlich da jetzt rausgehen, ja. So, wir schließen da mal vorsorglich. So, okay. Muss ich da hoch? Anscheinend, ja. Ah. Okay. Wo habe ich die Kurbel auf einmal her? Ich glaube, ich weiß, woher ich die habe, Leute, ja. Ich habe... Während ich nicht gefilmt habe, habe ich mich hier ein bisschen umgesehen. Und ja, und habe diese Kurbel da aufgesammelt. Ja, Leute, und als ich gerade in diesem Video sagte, dass ich mich umgesehen hätte und die Kurbel aufgesammelt hatte, das ist nicht ganz korrekt. Es ist folgendermaßen abgelaufen. Ich hatte vor diesem 10. Teil schon einen 10. Teil aufgenommen, in dem ich mich ebenfalls an diesem Ort befand. Und als ich die Kurbel fand und sie einsetzte, wusste ich nicht, wohin ich als nächstes gehen sollte und bin da ewig lange an dieser Wassermühle herumgeirrt und wurde immer wieder gekillt. Und das ging über 40 Minuten so und dann war ich so bockesauer, dass ich den Teil abrupt abgebrochen habe, im Internet recherchiert hatte, wohin ich als nächstes gehen muss. Und dann hatte ich mich dazu entschieden, diesen Teil nochmal aufzunehmen. Denn die Kurbel befand sich nämlich genau in diesem Raum, in dem ich mich versteckt hatte, als ich entdeckt wurde. Denn das Problem bei diesem Spiel ist, dass es automatisch an Checkpoints abspeichert und den alten Spielstand überschreibt. Und das wusste ich am Anfang nicht. Ich dachte, wenn ich einfach abbreche und meinen letzten Spielstand lade, startet es von dieser Stelle aus, in dem ich zuletzt manuell abgespeichert habe. Aber das war leider nicht der Fall. Drum war ich da ein wenig verwundert in dieser Aufnahme, als ich die Kurbel bereits im Inventar besaß und sie einfach nur noch einsetzen brauchte. Und ich denke, das wird euch auch ein bisschen verwundert haben, aber... In meiner ersten Aufnahme des 10. Teiles war ich einfach so extrem wütend und frustriert, weil ich nicht weiter wusste und das Video wurde immer noch länger und noch länger. Und darum fühlte ich mich nach 40 Minuten gezwungen, diese Aufnahme in die Tonne zu kicken, weil einfach nichts passierte, ich nur noch draufgegangen bin, weil ich immer wieder vor, zurück gelaufen bin. Und darum, ja, den Rest kennt ihr ja. Aber nun genug der Worte, Leute, jetzt geht es auf jeden Fall mit dem Video weiter und eine Sache sage ich jetzt noch. Ab dem Zeitpunkt, nachdem ich den Weg gefunden habe, erwartet mich unbekanntes Terrain und ich weiß dann ab diesem Zeitpunkt an absolut nicht, was mich erwartet. Und jetzt wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit dem Video. Wo kam der auf einmal her? Scheißdreck. Okay, also ich muss die Kurbel auf jeden Fall da anbringen. So viel ist klar. Und die setzt irgendetwas frei. Ich wollte nur wissen, wohin ich muss jetzt in unserem letzten oder nach Abschluss des letzten Teils und da habe ich die Kurbel dann einfach aufgesammelt und die muss ich hier reinsetzen.
die unterbricht jetzt eben die Wasserzufuhr. Aua. Kommt da jetzt jemand? Oder nicht? Ja. Da ist gerade die Tür aufgegangen. Ja, geh rein, komm. Gut, wir schließen mal zu. Hier läuft jetzt nichts, okay. Wo muss ich jetzt eigentlich lang? Da unten. So wie es aussieht, ja. Okay. Aber die kommen da nicht. Was? Die kommen da durch? WTF? Seit wann können die kriechen, diese Idioten? Seit wann können die kriechen? Seit wann haben die kriechen können? Okay. Aber gut, ich habe sie abgehangen zum Glück. Ich habe sie zum Glück abgehangen. Eigentlich wieder so offenes Feld. Und lauter so tote Kühe gerade. Jetzt haben wir hier eine Batterie. Nice, nehme ich, dankeschön. Was ist das hier? Nichts. Okay, ich dachte gerade, dass da irgendetwas ist. Wo muss ich jetzt eigentlich lang? Muss ich jetzt den Weg einschlagen oder den anderen? Oh nein. Diese blöde Kuh. Och nö. Wir gehen mal hier rein. Wohin? 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 I could fit through that if I could get the gate open. Was braucht man da? Finde einen Haken, mit dem du das Tor heben kannst. Ja, wahrscheinlich muss ich jetzt da wieder zurück, wahrscheinlich. Könnte ich mir vorstellen, dass ich jetzt wieder zurück muss. Und dieser Ollen da aus dem Weg laufen muss. Sollte halt wissen, wo sie ist. Ich sehe es nämlich nicht. Okay, da steht es auf jeden Fall nicht mehr. Also diese Hexe ist wirklich lästig, um ehrlich zu sein. Dadurch ist auch irgendwas. Da komme ich auch durch. Was, wo ist die Mine? Wo, wo, wo? Da drüben? Hier? Ich weiß es nicht. Hä? Aber wo ist denn dieser Haken?
Hä? Muss er jetzt mehrere Sachen gleichzeitig machen, oder was? Ja, die Hexe scheint jetzt weg zu sein, auf jeden Fall. So wie es aussieht. Ja, die Hexe ist nicht mehr da. Ja, okay. Ist ja eigentlich gut. Da unten kann ich auch rein, ja. Wo bin ich denn jetzt? Ah, da ist ein Zettelchen. Cool. Werden wir gleich mal lesen, Leute. Das werden wir gleich mal lesen. Falscher Knopf. Warte, was war das? Ein Knoss, Evangelium, Kapitel 1. Kapitel 1. Erstens, die Worte Sullivans, der neue Ezekiel sein werde, der Prophet sein werde, der führen werde, die zerstreuten Fremden eines gefallenen Christus im gestohlenen Sion, der Pueblos, der Chicarila, der Mescalera und der Navajo. Zweitens, auserwählt gemäß des Blutes, geweint bei der Offenbarung, das Vorwissen des Feindes selbst am Tor und den bröckelnden Mauern und Gehorsamkeit dem Blute des Herrn und Jesus Christus. Gnade sei mit dir, aber Friede nicht. Drittens, mit ihm, der blind ist gegenüber dem faulen Erbe entweihten Glaubens, den Lügnern von Babel und die Huren von Babylon, die den Teufel zeugten, der ein Lügner und Vater der Lügen ist. Viertens, o Zion, Zion, dass du steinigst deine Propheten, die dir gesandt waren, auf dass dein Haus verlassen bleibt und dass du vergießt das Blut deiner Bastarde und damit den Weizen nährst, der deinen Nachwuchs mästet. Fünftens, denn alles Fleisch ist Gras für die Mast der Opferochsen oder der frevlerischen Kälber, o Baal, o El, o Gugalana, o Moloch. Doch es ist Gras, das verdorrt und gedüngt wird vom Blut und sich ausbreitet. Sechstens, denn die Saat des Propheten wird den Feind entwurzeln, dass der Prophet rachsüchtig ihn erschlagen kann, den Bastard der Lügen, gezeugt in seiner eigenen Sünde, gereinigt durch sein eigenes Blut, vergossen von seinem eigenen Fleisch. Alter, ist das geschwollen geschrieben, Leute. Das kann ich euch echt sagen. Es ist so geschwollen geschrieben, da tue ich mir echt schwer. Okay, da ist ein Verband, kann ich aber leider nicht nehmen. Und da ist eine Batterie. Ja, nice. Ist hier sonst noch irgendwas? Irgendwie ein Haken oder so? Ein Häkelchen. Nein. Da ist sonst gar nichts. Gut, gehen wir wieder raus. Schauen wir mal nochmal zurück. Ich würde interessieren, ob da irgendwo ein Haken ist da hinten. Da ist gar nichts. Finde einen Haken, mit dem du das Tor heben kannst. Aber ich denke, da muss ich wahrscheinlich weiter, aber komme jetzt da wahrscheinlich noch nicht weiter, weil ich wahrscheinlich einen anderen Weg erst einschlagen muss, so wie es aussieht. Denk ich jetzt mal, also gehen wir mal die andere Richtung. Würde ich jetzt mal behaupten, dass ich da entlang muss. Da drüben war ja nichts, gell? Nein, da war nichts, okay. Gehen wir hier weiter. Jetzt kann ich ja rennen, denn ich glaube, die blöde Kuh ist jetzt momentan nicht mehr da, die Hexe. Was ist das hier? Da liegt jemand, okay. Hi. was zur Hölle ist das da? Eine Scheune? Will ich mich da drin verstecken? Nein, ich glaube nicht. Aber Alter, wie viele tote Viecher hier rumliegen, ist ja krass einfach. Kommt hier irgendwas? Was zur Hölle? Igitt.
Was ist das bitte? Der Schlachthof. Meat hung to cure. Hooks through their Achilles tendons. Wow. Ein Schlachthof. Alles klar, okay. Wenn es weiter nichts ist, komme ich da hinten weiter. Nein. Also dann geht es wahrscheinlich die andere Richtung zur Mine und hier gibt es irgendwo so einen Haken. Ja klar, Schlachthof Haken, also ist hier wahrscheinlich irgendwo so ein... Jesus. Boah. Boah, ist das widerlich einfach. Da drinnen verstecken, im eigenen Blut, im Blut verstecken, pfui. Ekelerregend. Ist hier irgendwas? Warte mal. Mal glubschen. Nein, da ist gar nichts, okay. Andere Seite. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich diesen Haken finden sollte, dass die Hexe wiederkommt. Hundertprozentig. Und die kommt, das weiß ich. Die kommt hundertprozentig, diese Hexe. Ja, da geht's raus, okay. Was abgesperrt? Ah! Was ist das? Ziehen? Ach, der Haken! Oh, die hat dazu gemacht, wie es aussieht. So wie es aussieht, hat sie dazu gemacht. Was das blockiert? Vielleicht muss ich mich verstecken, warte mal. Da ist jetzt zu. Toll. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Muss ich da rein? Ah, wer muss ich da doch? Das könnte sein. Boah, ist das ekelhaft. Da ist auch noch ein Zettel. Okay, was steht da drin? Schauen wir mal. Was ist das? An Martha, meinem Racheengel. Also, die Hexe heißt Martha. Habe ich nämlich auch gegoogelt. Martha, meine meistgeliebte, meine Jagdhündin, mein Racheengel. Val hat Templegate verraten, hat Gott verraten, hat mich verraten. Sieh tief in dein Herz und nimm deinen Hass und mache ihn zur Strafe dieses verfaulten, ketzerischen Schweinefickers. Val muss leiden und um Vergebung betteln, die du ihm nicht geben wirst. Val muss in der Dunkelheit sterben, fernab von Gottes Liebe. All jene, die Val folgen, sollen vor dem Tod um Gnade betteln, die dein Herz nicht kennt. Lass Gott für dich gnädig sein, damit du es nicht sein musst. Papa liebt dich. Gott vergibt dir. Knoth. Okay, also der Brief war von Sullivan geschrieben worden. Wo geht's hier raus? Hä? Bin ich jetzt bescheuert oder was? Blockiert? Wie komme ich hier wieder raus? Hallo? Wie komme ich hier raus? Lass mich raus! Lass mich raus! Ich will wieder raus! Ja, Batterie ist leer, hurra! Super toll! Hä? Da oben ist ein Fenster. Ist da irgendwie. Ah, oder? Nee. Nee, doch nicht. Scheiße, ich dachte, ich kann da wieder.
Ja, toll, dass ich jetzt einen Haken habe, aber was bringt mir das? Was bringt mir der Haken jetzt? Nee, da geht's auch nicht weiter, so wie es aussieht. Schauen wir mal. Irgendwo muss sie doch weitergehen. Das gibt's doch nicht. Nee. Komm ich nicht durch. Ach, da geht's raus. Aha. Okay, Leute. Ich habe den Ausgang gefunden, aber ich werde den Teil jetzt beenden. Ja, es ist zwar blöd auf der einen Seite, dass ich da vor Dummheit das schon weitergespielt hatte und die Kurbel aufgenommen habe, obwohl ich das nicht gefilmt habe. Das war doof von mir, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das war richtig doof. Denn ich dachte, dass es ab dem Zeitpunkt wieder losgeht, an dem ich abgespeichert hatte, aber dem war leider nicht so. Drum habe ich jetzt am Anfang von unserem Video wieder zu der Stelle zurücklaufen müssen, an der wir unser letztes Video beendet hatten. Es war zwar nicht weit, aber ich habe dann doch diese Kurbel aufgehoben. Ja, das war saudämlich von mir, aber ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm für euch. Und an dem Ort, an dem ich mich jetzt befinde, da war ich noch nicht. Und wenn euch das Video gefallen hat, meine Lieben, ihr wisst Bescheid, lasst einen Daumen nach oben zurück. Und ich habe mir jetzt auch wieder ein paar Mal verlesen, weil es einfach so extrem geschwollen geschrieben war. Und dann dieses Geschwollene, das liegt mir absolut nicht, wenn das alles so hochgestochen klingt und dann so, ja, so komisch einfach, irgendwie so, ja, ich weiß nicht, ist einfach nicht mein, es ist nicht mein Lesestil und es ist auch nicht mein Sprachstil, so wie dieses Schreiben, und darum tue ich mir da ein bisschen schwer, aber ich hoffe, das ist für euch nicht weiter tragisch. Und in unserem nächsten Part werden wir versuchen müssen, denke ich jetzt mal, an Martha, an der Hexe, vorbeizukommen, um dass wir den Haken an dieser Luke befestigen können, um das Gitter zu öffnen, um dass wir in Richtung Mine laufen können. Aber ob das so einfach wird, wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln, denn ich glaube, das wird jetzt schon anspruchsvoll werden. Aber ich werde jetzt nicht lange um den heißen Brei reden, Leute. Ich verabschiede mich jetzt und sage hiermit, macht es gut, halt die Ohren steif und bis zu einem weiteren Part meines Let's Plays von Outlast 2. Haut's rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.